Gut war eigentlich Michael Ballack, der Capitano. Einer der prägendsten deutschen Fußballer der vergangenen 20 Jahre. Mit einer erfolgreichen, wenn auch tragischen Karriere. Der Unvollendete. Das ist seine Geschichte. 1976 kam Michael Ballack in der damaligen DDR in Görlitz zur Welt. Seine Fußballkarriere startete erst, als er eingeschult wurde. Darauf bestanden seine Eltern. Und das beim Verein mit dem griffigen Namen BSG Motor Fritz Heckert Karl Marx Stadt. Später ging es zum größeren Verein der Stadt, dem Chemnitzer FC, und spielte sich durch die Jugendmannschaften bis zu den Profis. Mit 18 kam er 1995 zu seinem Zweitligadebüt. Nach einem Jahr als Stammspieler in Chemnitz ging er 1997 zu Bundesliga-Aufsteiger Kaiserslautern. Und oft vergessen, aber wahr, mit denen wurde er 1998 sensationell deutscher Meister. Und wenn es auch nicht seine letzte Meisterschaft bleiben sollte, die nächste ließ ganz schön auf sich warten. Nah dran war er jedoch schon kurze Zeit später, nachdem er für 8 Millionen Mark zu Bayer Leverkusen ging. 2000 standen die Leverkusener ganz dicht vor ihrem ersten Meistertitel. Ein Unentschieden am letzten Spieltag gegen Unterhaching hätte gereicht, aber daraus wurde nichts. Michael Ballack unterlief ein Eigentor und man verlor das Spiel mit 0:2. Meister wurde Bayern München und Ballack zum ersten Mal in seiner Karriere zum tragischen Helden. Auch das nicht zum letzten Mal. 2 Jahre später wurde es dann noch bitterer. Er spielte zwar 2001-2002 eine überragende Saison mit 17 Toren und 8 Vorlagen in der Bundesliga, aber viel tragischer als diese kann eine Saison eigentlich gar nicht enden. Leverkusen, seitdem auch als Vizekusen bekannt, schrammte mal wieder haarscharf an der Meisterschaft vorbei und wurde mit einem Punkt hinter dem BVB Zweiter. Man schaffte es parallel auch ins DFB-Pokalfinale, aber hier verlor man gegen Schalke 04. Nur 6 Tage später stand man dazu sogar noch im Champions-League-Finale, aber auch da ging man leer aus und verlor gegen Real Madrid mit 1:2. Und als wäre das alles nicht schon grausam genug, gab's dann ja auch noch die WM 2002. Ballack war der Dreh- und Angelpunkt einer spielerisch limitierten DFB-Elf und vor allem einer, der voranging. Sowohl im Viertel- als auch im Halbfinale machte er jeweils das entscheidende 1:0 und opferte sich sogar fürs Team, als er gegen Südkorea für ein taktisches Foul gelb kassierte und somit fürs Finale gesperrt war. Ohne ihren besten Spieler verlor Deutschland gegen Brasilien bekanntermaßen mit 0:2. Das waren die vermutlich tragischsten 8 Wochen einer Fußballerkarriere. 4 große Titelchancen und nicht ein einziges Mal hat's geklappt. Immerhin wurden seine individuellen Leistungen belohnt. Zum einen mit der Auszeichnung zu Deutschlands Fußballer des Jahres, zum anderen mit dem Wechsel zu einem Club, wo sogar ein Pechvogel wie Michael Ballack Titel gewinnen sollte. Er ging mit 25 für 6 Millionen Euro zu Bayern München. Und siehe da, es ging doch. In 4 Jahren bei Bayern wurde er 3-mal deutscher Meister, 3-mal DFB-Pokalsieger und 2 weitere Male Fußballer des Jahres. Er entwickelte sich in dieser Zeit zum besten deutschen Spieler, zu einer Leitfigur und zum Inbegriff eines Führungsspielers. Sportlich war er gleichzeitig ein Spielmacher wie aus dem Katalog. Groß, physisch, beidfüßig, spielintelligent, dazu torgefährlich, kopfballstark, mit einer herausragenden Übersicht und einem brutal harten Schuss. Jürgen Klinsmann machte ihn zum Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, taufte ihn Capitano und er wurde einer der wichtigsten Akteure beim Sommermärchen 2006. So schön die WM im eigenen Land auch war, auch hier gab es nicht den erhofften internationalen Titel. Nachdem er bei Bayern sowohl bei den Fans als auch der Vereinsführung nicht mehr unumstritten war, ließ er seinen Vertrag trotz eines neuen Angebots auslaufen und erfüllte sich nach der WM einen Lebenstraum. Ein Wechsel zu einem internationalen Topclub, dem FC Chelsea. Unter anderem an der Seite von Frank Lampard und Claude Makélélé gehörte er zu einem Weltklasse-Mittelfeld und wurde direkt FA- und League-Cup-Sieger. Allerdings folgt bei einer Achterbahnkarriere wie der von Michael Ballack auf große Erfolge auch immer großer Misserfolg. Mit anderen Worten, seine 2. Seuchensaison. Chelsea verlor im folgenden Jahr das League-Cup-Finale gegen die Spurs, wurde mit 2 Punkten Rückstand Vizemeister und musste sich im Champions-League-Finale gegen Manchester United denkbar knapp und tragisch erst im Elfmeterschießen geschlagen geben. Und auch dieses Mal wurde das Ganze noch von einem internationalen Turnier getoppt, der EM 2008. Wieder mal spielte er ein verdammt starkes Turnier. Legendär sein überlebenswichtiges 1:0 gegen Österreich, ein Freistoßstrahl aus fast 30 Metern in den rechten Winkel. Gebracht hat's allerdings nicht viel. Im Finale scheiterte Deutschland mit 0:1 an Spanien. Stichwort Achterbahnfahrt. Auf nationaler Ebene lief's anschließend wieder besser.
Chelsea wurde zweimal in Folge FA Cup und 2010 Premier League Sieger. Doch das nächste Tief folgte kurz vor der WM 2010, als er sich bei einem Foul von Kevin Prince Boateng so schwer verletzte, dass er nicht mit nach Südafrika fahren konnte. Er sollte anschließend kein einziges Spiel mehr für Deutschland bestreiten, nachdem er sich mit Bundestrainer Jogi Löw und dem DFB zerstritten hatte. Er kam nochmal zurück nach Deutschland und wechselte ein zweites Mal nach Leverkusen, wo er jedoch mit Verletzungen immer wieder ausfiel und 2012 im Alter von 36 Jahren seine Karriere beendete. Michael Ballack hatte das Pech, nicht in der allerbesten Phase des deutschen Fußballs aktiv gewesen zu sein. Vor seiner Zeit und nach seiner Zeit gewann man die ganz großen Titel, aber nicht währenddessen. Er war sowohl mit der Nationalmannschaft als auch mit seinen Vereinen ganz oft nah dran und ging fast genauso oft leer aus. In seiner gesamten Karriere hat er tatsächlich keinen einzigen nicht-nationalen Titel gewonnen. Und trotzdem ist er einer, wenn nicht der beste deutsche Fußballer seiner Generation, der eine Ära geprägt hat. Was sagt ihr zu Michael Ballack? Schreibt es in die Kommentare und wie immer dran denken, zu liken und natürlich auch zu abonnieren.